einen wunderschönen guten Morgen. Es ist doch etwas frisch hier im Schwarzwald. Und ja, da werden wir uns wohl mal eine Jacke anziehen, bis ich loslaufe. Dauert es noch einen Moment. Ja, erstmal heute Schwarzwald. Ihr habt das gesehen, Geroldsauer Wasserfälle. Da will ich heute hin. Das ist keine sehr große Wanderung, etwa hin und zurück nur 3 Kilometer. Und ja, ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich war schon ein bisschen mal weiter vorne am Weg. Da hört man auch den Bach rauschen und das hört sich gut an, denn es hat jetzt die letzten Tage nicht wirklich viel geregnet. Und ja, zu einem Wasserfall sollte man fahren, wenn es zumindest mal in der Woche vorher irgendwie mal ordentlich geregnet hat, dann ist einfach mehr Wasser da. Jetzt haben wir ja im Grunde kurz nach der Schneeschmelze. Hier war ja auch alles mit Schnee eine Zeit lang und ich glaube, das ist ganz gut. Aber was habe ich noch heute? Heute habe ich für euch eine andere Ausrüstung, wobei das spielt jetzt keine Rolle. Die wenigsten von euch fotografieren ja unbedingt mit alten Objektiven, aber ich mache das ja, wie ihr hoffentlich wisst. Ich meine, viele habe ich damit auch angesteckt, das weiß ich. Jedenfalls, ich habe heute eine ganz andere Objektivauswahl dabei wie sonst. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe auch heute mal mein großes Stativ dabei. Das ist einfach praktischer, mit dem L-Winkel zusammen auch mal Hochformatbilder zu machen. Mache ich eigentlich nicht oft, hat verschiedene Gründe, aber heute könnte es passieren, dass ich es mal wieder auch im Hochformat einsetze. Kann ich auch mit dem Kleinen, aber das ist ein bisschen arg wackelig, das Ding, wenn man die Kamera dreht, wegen Gimbal und so weiter, Kugelkopf, der ist da einfach nicht so gut. Gut, Ausrüstung werde ich euch irgendwann später nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Ist zwar nicht so sonderlich wichtig, was die Objektive angeht, aber ich habe einen Ausrüstungsgegenstand dabei. Auf den werde ich heute etwas mehr eingehen. Und das sind, ich habe 3 Filter dabei. Einen Polfilter, einen variablen ND-Filter und einen Graufilter, der 12 Blenden schafft. Das ist verdammt viel. Den glaube ich nicht mal, dass ich den heute einsetzen muss. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Irgendwas hat da gerade geziept. Das könnte ein Eichhörnchen sein. Also ich habe ein schwarzes, ziemlich dunkles Eichhörnchen gesehen. Ja, ich glaube, das ist das auch, was da irgendwo in den Bäumen sitzt. Das ist gerade von dem einen Baum runter. Und hier in den Wald neben mir. Ja, also zurück zu den Filtern. Ich möchte gleich von Anfang an etwas sagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, das, was ich heute über Filter loslasse, ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist nicht meine Weisheit. Das ist, damit stehe ich übrigens nicht alleine da. Es gibt auch andere YouTuber bzw. Landschaftsfotografen, die Videos gemacht haben. Mir fällt da der Nick Page ein, das ist ein Amerikaner, der hat mal ein Video gemacht, ich glaube vor 1,5 Jahren circa, wo er gesagt hat, die Dinge, die er gekauft hat und nie gebraucht hat oder wo er schlecht findet, und dazu zählen irgendwelche Filtersysteme, die man vor die Kamera montiert, also so riesen Verlaufsfilter, also Verlaufsfilter vor allen Dingen. Da hat er gesagt, das ist überflüssig, und ich bin da auch so ein bisschen der Meinung. Und warum ich der Meinung bin, das werde ich euch hoffentlich im Verlauf des Videos klar machen. Wenn ihr ein Filtersystem habt, dann benutzt ihr das einfach weiter. Wenn ihr sagt, das ist das Nonplusultra, benutzt es weiter. Ich werde es nicht benutzen. Ich habe zwar einen Verlaufsfilter zum Aufschrauben für meinen Loxia, der ist dann aber auch fix. Ja, das ist eben ein Schraubfilter, den man dann drehen kann. Den habe ich auch, oder da habe ich verschiedene Farben. Den habe ich auch mal vorletztes Jahr benutzt. Ansonsten, wie gesagt, früher habe ich Verlaufsfilter auch verwendet. Da war das alles viel kleiner, auch ehrlich gesagt nicht so teuer wie heute. Und ich
ja, ich werde euch heute auch so ein bisschen zeigen, dass man das nicht, wie gesagt, benötigt. Aber es ist meine Meinung. Und wenn du da draußen eine andere Meinung hast, dann akzeptiere ich das, genauso wie du hoffentlich akzeptierst, dass ich es eben anders mache und dass es genauso geht. Ihr werdet das im Verlauf des Videos, glaube ich, sehen. In diesem Sinne werde ich jetzt mal meinen Kram zusammenpacken. Es ist, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich werde noch eine Sekunde hier mal auf die Karte gucken, die hier nebendran zu finden ist, und mir nochmal den Weg anschauen. Ansonsten habe ich wie immer meinen Garmin dabei, damit ich ein bisschen besser weiß, wo ich rumtappe. Und ja, ich hoffe, ich weiß es. Es wird ein toller Tag, weil da hinten sind zwar ein paar Wolken gewesen, aber die ziehen weg. Und die Sonne wird heute ja den Tag bestimmen. Somit extremes Licht und extreme Licht- und Schattenverhältnisse im Wald. Aber das werden wir schon irgendwie geregelt bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich überhaupt versteht vor lauter Wasserrauschen. Das wird ein Problem. Deswegen werde ich das jetzt mal versuchen. Aber ich glaube, ich spreche das alles an einem Ort, wo weniger Wasser rauscht. Ja, toller Einstieg gleich am Anfang. Und als Filter habe ich drauf einen Polfilter. Ist ganz klar, weil das Wasser ist super klar. Und dann sieht man die ganzen Steine im Wasser. Macht richtig Spaß hier schon mal. Ja, ich höre besser auf und erzähle euch das alles später. Ich vermute mal, dass ihr mich vor lauter Rauschen nicht hört, aber ich sage euch was, es ist richtig schön hier. Und nachher, wenn die Sonne kommt, da wird es noch ein bisschen schwieriger. Da bin ich dann aber auch wahrscheinlich auf dem Weg zurück und mache die zweite Runde an Fotos. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal, wie das hier aussieht. Ja. Wirklich ein tolles Tal. Gute Entscheidung. Wieder mal. Ja, irgendwie habe ich da ein Händchen für. Thank you.
kaum 10 Meter vom Bach weg. Schon ist es deutlich ruhiger. Trotzdem werdet ihr das Rauschen hören. Hier ist im Grunde kein Wasserfall. Hier ist einfach ganz viele Steine im Bachbett. Der Wasserfall kommt erst noch. Aber keine Ahnung, wie viele Aufnahmen ich gemacht habe. Aber das Geilste überhaupt ist, früh auf den Beinen zu sein. Also einer hat mich überholt ganz am Anfang. Dann war lange Zeit nichts, bestimmt eine Stunde nicht. Dann kam eine Wandergruppe, die zügig weiter ist. Nochmal ein Pärchen, die auch hoch zu sind. Und ja, drei Leute mit Hunden. Und ansonsten ist es hier absolut ruhig. Dann packt man die Kamera aus, kommen die Nächsten. Aber es ist jetzt schon 9:30 und ich hätte gedacht, hier ist viel, viel mehr los. Also letzte Woche im Pfälzerwald war ja das deutlich stärker. Ich laufe jetzt mal ein Stück und ja, also ich habe hier wirklich viele Aufnahmen gemacht. Hier oberhalb ist übrigens eine Straße, da könnte man wohl auch noch zum Wasserfall hinfahren. Für Leute, die jetzt sagen, ich will nur den Wasserfall machen, aber ganz ehrlich, diese 3 Kilometer hin und zurück, die man wohl hat, die sind, ja, ich glaube, für fast jeden zu schaffen. Ach ja, Weg, nicht für Kinderwagen. Also auch hier sollte man sich nicht mit Kleinkindern herbegeben im Kinderwagen. Wenn, dann könnt ihr die in einem ja, Rucksack tragen. Das mag noch ganz okay sein. Ist ja auch keine Riesenwanderung. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich hier nochmal ein Bild mache. So interessant ist jetzt der Bachlauf nicht, dass man wirklich alle 2 Meter eine Wasseramsel. Das ist ein seltenes Tier und es ist richtig geil, sie zu sehen. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, sie zu fotografieren. Ja, typisch Wasseramsel. Schon ist sie wieder weg. Aber toll, mal eine wieder gesehen zu haben. Das ist auch toll. Und witzigerweise, den Vogel kenne ich. Viele andere, die da oben rumträllern, die kenne ich nicht. Gut, ich mache mal Schluss. Und ja, ich hoffe, dass ich oben die Gelegenheit habe, euch mal meine Ausrüstung heute vorzustellen und vor allen Dingen ja, der Punkt Filter. Da habe ich ja sozusagen was vor. Ja, und hier mache ich erstmal ein Foto. We'll be right back.
Ich bin hier oben an einer Hütte angekommen, die ja leider nicht offen hat. Sonst hätte ich jetzt hier gerne was gefrühstückt oder ja, was zu trinken habe ich dabei. Ich möchte euch als erstes mal zeigen, was ich heute an Ausrüstung dabei habe. Und das ist ein Objektiv, welches ich auch wirklich schon lange nicht mehr verwendet habe. Das Minolta VFC 24 mm. Das Besondere an dem Objektiv ist, es hat hier vorne noch einen Ring, um die Schärfenebene zu verbiegen. Ich glaube, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Also auf jeden Fall ein Objektiv, was sehr, sehr teuer ist, was ehrlich gesagt auch ziemlich gut ist. Gut, darüber lässt sich ja immer streiten. Es gibt in den Ecken schon das ein oder andere Problemchen, wenn man jetzt nicht wirklich abblendet und so, aber ich blende ja ab. Also das war jedenfalls heute mein Weitwinkel, weil normalerweise habe ich ja immer das 28-85 dabei. Nur habe ich mir heute gedacht, oder gestern, wo ich geplant habe, ich brauche ein bisschen mehr Weitwinkel. Hätte ich noch mehr Weitwinkel gebraucht? Ich denke übrigens immer in Vollformat. Nein, definitiv nein. 24 mm war gut genug. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht ständig dieses Objektiv verwendet. Als nächstes Objektiv, seht ihr hier an der Kamera, ist es noch drauf, so einigermaßen. Das ist ein 35-105. Ich glaube, damit habe ich recht viele Aufnahmen gemacht. Das ist ein Schiebezoom mit Makro. Ich hatte es auf Blende 11 und was ich jetzt auch drauf hatte, war eben auch immer wieder ein Filter, um die Belichtungszeit zu verlängern, damit das Wasser eben mehr verschmiert. Das war wirklich heute mal, man könnte fast sagen, das Objektiv, was ich sehr oft verwendet habe. Und dann hätte ich eigentlich das 75-200 wieder mitgenommen, habe mir aber gedacht, ich nehme mal ein Objektiv mit, welches ehrlich gesagt bei mir keinen besonders guten Ruf hat. Ich finde es, ja, es ist nicht ganz so gut, aber ich denke mal, für die Aufnahmen hier dürfte es gut genug gewesen sein. Und zwar ist das ein 70-300 von Minolta. So, ein Objektiv habe ich bis jetzt noch gar nicht verwendet. Das werde ich aber nochmal benutzen, wenn es sich rentiert. Und das ist mein Spiegeltele. Seht ihr das? Ja, so ein bisschen vielleicht. 250 mm. Da gab es neulich gerade wieder eine Diskussion, warum denn dieses Objektiv so sündhaft teuer ist. So toll sind doch Spiegelobjektive gar nicht. Richtig soweit. Nur dieses Objektiv, das gibt es nicht sehr oft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass 250 mm eine benutzbare Brennweite ist, während die nächsten, die es gibt zwar ein 300er von irgendjemanden, dann gibt es, glaube ich, auf jeden Fall 500er, 600er, 800er. Kauft euch kein Spiegeltele, wenn ihr keine Ahnung habt, ob euch das überhaupt gefällt. Ja, jetzt kleiner Cut. Ja, kommen wir zum Thema Filter. Zugegeben, in den meisten Fällen benutze ich überhaupt keinen Filter. Heute am Anfang habe ich den Polfilter verwendet. Hat bis jetzt gute Dienste erwiesen. Auf jeden Fall hat er mir ein bisschen die Wasserreflexion weggenommen. Gerade heute Morgen, wo noch keine Sonne im Tal war, habe ich damit auch die Belichtungszeit ein bisschen verlängern können. Ganz wunderbar. Das nächste, was ich dabei hatte, war und benutzt habe bisher, ist ein variabler ND-Filter. Da sage ich gleich, dass ich den gesponsert bekommen habe, aber das ist nicht dieses Video, wo ich darüber rede. Ich kann nur sagen, dass ich auch diesen verwendet habe. 3 bis 7 Blenden macht der runter. Und hätte ich jetzt wirklich ganz viel Licht gehabt, dann hätte ich noch einen 10-Stop und einen 12-Stop Graufilter mit dabei gehabt. So. Was ich nicht besitze oder nicht benutze, ist ein Verlaufs-Graufilter.
Und wenn ihr euch die Bilder heute anseht, natürlich würde der ein oder andere sagen, ja, oben ist vielleicht zu hell oder ja. Also heute hätte ich den überhaupt nicht verwenden können. Aber selbst wenn ich irgendwo draußen bin in der Natur, dann benutzen das viele, um den Himmel dunkler zu machen, beziehungsweise ja, damit sie mit einer Aufnahme alles im Kasten haben. Jetzt ist es aber so, in meinen Augen, dass die meisten Landschaftsfotografen, die einen Grauverlaufsfilter verwenden, mit einem Stativ arbeiten. Und Leute, bevor ich mir für das Geld einen Grauverlaufsfilter kaufe, ganz ehrlich, ihr seid alle auf dem Stativ, macht eine HDR-Aufnahme und alles ist gut. Also das ist meine Meinung. Und im Übrigen, unsere Kameras haben so einen Dynamikumfang. Wenn ihr richtig belichtet, dann könnt ihr den Himmel immer retten, weil ihr die Tiefen auch anheben könnt. Ich habe neulich ein Video gesehen, da wurde dann ein Bild mit einem Grauverlaufsfilter dann unten retuschiert und heller gemacht, aber ganz schön viel heller gemacht. Ich sag euch was, ein HDR wäre da viel besser gewesen, weil durch das Hellermachen der Schatten, ganz ehrlich, da fängt das Bild an zu rauschen. Das wurde natürlich nicht gezeigt, weil da auch nicht reingezoomt wurde, aber es ist nun mal so. Und der Nick Page heißt der, Landschaftsfotograf, der sagt, das Dümmste, was er je gekauft hat, waren Verlaufsfilter oder so ein Filterset. Jetzt gibt es da magnetische und allen möglichen Kram. Nur ganz auch meine Meinung, bei 90% meiner Bilder benutze ich keine Filter. Heute habe ich mal wegen dem Wasser Filter dabei gehabt. Ansonsten, ihr braucht nicht permanent einen Polfilter drauf zu haben. Diese Aufnahmen sehen manchmal so komisch aus, vor allen Dingen, wenn ihr mit Weitwinkel arbeitet. Ein Polfilter und Weitwinkel am Himmel, das gibt einfach Fehler. Das muss man wissen als Fotograf. Aber viele sagen Polfilter, Polfilter, Polfilter. Als ob es eben ohne gar nicht gehen würde. Und da hakt es eben bei mir aus. Da habe ich eben ganz klar eine Meinung. Leute, ohne Filter fotografieren. Und wenn nötig, dann schraubt man einen drauf. Im Übrigen möchte ich anmerken, dass ich eben Schraubfilter habe. Klar, so ein magnetisches System wäre vielleicht interessant. Aber ich habe heute außer das Spiegelobjektiv, jedes Objektiv hat bei mir Durchmesser 55. Das heißt, ich habe heute zwei Filter mitnehmen müssen, die so groß sind. Ja? Die schraube ich drauf, die kann man auch wechseln. Klar ist das vielleicht ein bisschen fummelig, aber wieder bei Landschaftsfotografen. Die meisten fotografieren auf Stativ. Also ist es doch überhaupt kein Problem, einen Filter zu wechseln. Das macht doch überhaupt nichts, geschweige denn, dass die meisten nicht mal ihr Objektiv ständig wechseln. Es ist einfach kleiner und ich finde, es ist praktischer. Gerade wenn man eben auch die Packgröße sieht, die manche Glasfilter haben, gerade die Verlaufsfilter. Das sind Riesenkisten und dann noch aus Glas. Die müsst ihr alle in eure Fototasche packen, das muss alles sicher sein. Und wenn es das nicht ist, ja, dann macht's knack und das Ding ist kaputt. Und da hakt's bei mir dann ganz aus, dass ich für so etwas Umständliches, Großes Geld ausgebe und das mit durch die Gegend schleife und, Entschuldigung, gerade mal husten. Also, nein, nicht mit mir. Von mir werdet ihr nicht hören, dass Verlaufsfilter toll sind. Ich habe übrigens für mein Loxia, habe ich das vorhin schon gesagt, da habe ich ein paar bunte Verlaufsfilter. Das kann man mal benutzen, das habe ich vor 2 Jahren am Meer mal benutzt. Da war ein Orangefilter für den Himmel mit drin, um nochmal da ein bisschen die Farben zu peppen. Aber ganz ehrlich, ihr könnt das alles in Photoshop machen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ihr keine Verlaufsfilter braucht. Ihr arbeitet in RAW. Wenn ihr eine einigermaßen neue Kamera habt, dann hat die 12 Blendenstufen, 14 Blendenstufen Bilddynamik. Das bedeutet, wenn ihr richtig belichtet, dann könnt ihr den Himmel ganz bequem abdunkeln, unten ein bisschen aufhellen
und schon ist euer Bild genauso wie mit einem Verlaufsfilter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Verlaufsfilter funktionieren eigentlich nur gut bei einem geraden Horizont. Ansonsten dunkelt ihr ja Bäume und was auch immer in den Himmel ragt ab. Und das kann man eben auch viel besser in Lightroom machen oder in einer HDR-Aufnahme oder mit Luminanzmasken. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ihr arbeitet auf Stativ, dann braucht ihr keine Verlaufsfilter. Das ist meine Meinung. Spart euch das Geld, kauft euch was Vernünftiges dafür. Und wie gesagt, ihr braucht auch nicht ständig einen Polfilter, auch wegen Wasser. Ja, also ich habe schon so oft Wasser fotografiert und keinen Polfilter dabei gehabt. Das kann man nutzen. Das lohnt sich beim richtig guten, klarem Wasser. Heute, ja, heute gab es ein paar Stellen. Aber selbst wenn da Reflexionen sind, das stört nicht. Ja, lasst euch nicht immer da was erzählen. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Orte auf der Welt, da lohnt es sich, ins Wasser zu gucken. Da lohnt es sich, das extra zu haben. Aber in 90% der Aufnahmen würde ich einen Polfilter nicht drauf machen. Ja, das war's heute zum Thema Filter. Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Können wir gerne drüber diskutieren oder nochmal ein Video machen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, es braucht aber so einen Verlaufsfilter und das Beste, was ihr je hattet, also ich habe ja ein Set Verlaufsfilter, auch so zum Vorschrauben, ganz ehrlich, mal ganz billig gekauft zum Testen. Ja, ich habe sie einmal für ein Video benutzt vor Jahren, da hatte ich noch Canon und seitdem nie wieder. So viel dazu. Ja, jetzt werde ich mir überlegen, was ich hier noch. Erstmal mache ich eine kleine Pause noch und dann laufe ich gemütlich zurück. Ihr habt ja Bilder gesehen. Ja, mal sehen, was ihr zu den Bildern sagt, die ich heute gemacht habe. Es ist ja nur ein großer Wasserfall und viele kleine Rinnsale über Steine. Fand ich ziemlich gut. Auf jeden Fall ein richtig schöner, gemütlicher Sonntagmorgen. Und noch einmal zur Erinnerung. Ich mache das nur zur Sicherheit. Meine Meinung. Ja, wirklich meine Meinung. Wenn du eine andere Meinung hast, wenn du da deinem anderen Lieblings-YouTuber glaubst, dann machst du das. Mir ist das egal. Ich versuche, ja, eben was das angeht, so wenig wie möglich dabei haben zu müssen. Und heute, wie gesagt, dadurch, dass ich nur Objektive hatte mit 55 mm Durchmesser, war das ein überschaubarer Aufwand, so einen Filter einzupacken. Beziehungsweise zwei von vier, die ich dabei habe, habe ich benötigt. Mir geht das gerade nochmal durch den Kopf, deswegen ist das jetzt vielleicht doppelt im Video. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause, also runter zu wieder durchs Tal, werde ich vielleicht gar keinen Filter drauf haben und einfach mal ohne Filter eben Fotos machen noch vom Wasserfall oder von der Schlucht. Ist ja eigentlich auch eine Schlucht. Und jetzt werde ich hier oben, weil hier gerade so schön alles glänzt und glitzert, werde ich mal noch mit meinem Spiegelobjektiv ein paar Bilder machen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und dann, wie gesagt, habe ich für heute genug gemacht. Nochmal was zum Thema Filter. Oder sagen wir mal starke Kontraste. Jeder Kamera kann HDR. Und wer die Funktion noch nie benutzt hat, beziehungsweise in Lightroom noch nie das verwendet hat, der sollte mal HDR-Aufnahmen machen. Gerade wenn ihr eh auf Stativ arbeitet. Und dann werdet ihr merken, dass ihr noch einmal weniger einen Verlaufsfilter braucht und dass ihr gerade bei, ich sag mal, welligen Horizonten mit einem Verlaufsfilter viel schlechter dran seid, als wenn ihr das Ganze ordentlich in Lightroom bearbeitet. Das geht nämlich, so seid ihr besser dran. Muss man eben üben. Da ist auch ein Verlaufsfilter nicht die einfache Lösung, finde ich. Gut, genug der Filter, jetzt langt es.
Ich trinke jetzt noch aus und dann laufe ich langsam zurück. Toller Tag. So, die Wasserfälle habe ich hinter mir gelassen. Jetzt kommt sozusagen ein kleines Frühstück-Mittagessen. Ziemlich grün heute, also in dem Fall orange und rot. Ja, ich hoffe, der Wind ist nicht so schlimm. Ja. So, ja, also ich weiß, viele werden mich wegen dem Filter bestimmt in irgendeiner Form anmachen. Also in den Kommentaren. Dürft ihr gerne tun. Kann ich mit leben, weil es ändert nichts an meiner Meinung. Ach ja, ich bin hier übrigens an der Schwarzwald-Hochstraße. Hier gibt es so einen Rastplatz mit einem Felsen, der so langweilig ist wie die Anna Woch. Also dieser Felsen, weil man hat auch keine Aussicht. Braucht man nicht wirklich anhalten, aber man kann natürlich mal eine Rast machen. Und ansonsten gibt es hier viele, die meinen, sie müssen mal jetzt ihr Auto ausfahren. Vor allen Dingen hoch zu es, Motoren heulen lassen. Naja, Polizei war auch schon unterwegs, ich glaube. Ich kann mir jedenfalls denken, warum, weil es mit Sicherheit irgendwo gekracht hat. So, ja, jetzt mache ich erstmal weiter mein Picknick, sage ich jetzt mal. Und ich weiß noch nicht, was ich heute mache. Ich weiß schon, was ich heute mache. Ich gehe noch den Ralf Mack besuchen. Das liegt auf dem Rückweg. Der ist aber auch ein bisschen unterwegs. Wandern, hat er mir gesagt. Also muss noch ein bisschen Zeit totschlagen. Mal schauen, was ich hier so mache, was noch auf der Landkarte zu finden ist. Ich gucke einfach mal, was Google sagt.